Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Zork 1. Wir sind im Deep Canyon und immer noch so ein bisschen auf der Suche nach irgendetwas, um Kerzen anzuzünden und überhaupt mal den etwas nördlichen Teil dieses Underground Empires zu erkunden, vor allem den Bereich um den Fluss herum, den wir beim letzten Mal gefunden haben. Wie wir sagen, wo wir hier im Deep Canyon sind, gucken wir doch mal. Wir können nach Northwest und Southwest. Vom. Oh, nach East. Nach Osten auch. Da sind wir noch nicht gewesen. Okay. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal nach Nordwesten. Reservoir, south. You are in a long room on the south shore of a large lake, far too deep and wide for crossing. There is a path along the stream to the east or west, a steep pathway climbing southwest along the edge of a chasm, and a path leading into a canyon to the southeast. Okay, okay, also das große Reservoir. Also das Reservoir ist aber immer was anderes als ein Lake. Also wenn das, also ne? Ist das vielleicht ein, also ein Stausee? Das wäre ja. Weil ich meine, wir haben hier einen Fluss und schauen wir mal. Wo können wir denn mal hin? Gucken wir mal weiter nach Westen erstmal. Vielleicht findet sich das Streamview irgendwas. You are standing on a path beside a gently flowing stream. The path follows the stream, which flows from west to east. Okay, da sind wir gerade lang gegangen. Das heißt, also im Westen ist es ein Fluss, dann kommt ein See oder Stausee und dann ein ganzes Stück weiter im Osten ist es wieder ein Fluss. Okay. Können wir nach Norden? Nope. Okay. Na gut, dann gehen wir zurück. Wo kommen wir denn hier hin, wenn wir hier nach Südwesten gehen? Chasm. Da waren wir schon. Ah ja, okay. Wir sind jetzt also nördlich des Round Rooms. Das heißt, wenn wir jetzt nach Northeast sind wir wieder also South, dann gehen wir jetzt mal nach Norden. What? You would drown. Ach so, weil da. Ja, stimmt. Danke, Zorg. Ja, da ist der See. Und da werden wir. Können wir nicht mal ein bisschen hin? South Shore of a Large Lake, ja. Far too deep. Swim north. Swim. Swimming isn't usually allowed in the dungeon. Ja, ich will ja auch nicht hier im Dungeon schwimmen, sondern im See, du. Swim in the lake. Swimming isn't usually allowed in the lake. Also ich bitte, also zack, ja. Das ist ja sehr Blockwart. Okay. Das hat uns also nicht wirklich weitergebracht. Okay, also dann zurück zum Deep Canyon. Dann gehen wir jetzt mal nach Osten. Ah, es ist ein Stausee. Weil hier haben wir den dazugehörigen Dam ist natürlich kein Staudamm, sondern könnte auch ein Staudamm sein. Ich weiß gar nicht, ob es im Englischen. Also üblicherweise das Problem bei, also ist ja, dass im Deutschen gerne Staudamm auch für etwas benutzt wird, was kein Staudamm ist, sondern eine Staumauer. Und deswegen, ich weiß nicht, wie es im Englischen ist, ob da Dam unterscheidet, ob es einen Unterschied macht zwischen Staumauer und Staudamm, ist auch völlig egal. Ist auf jeden Fall eine Art Talsperre und wir werden ja dann wahrscheinlich noch herausfinden, ob es eine Mauer oder ein Damm ist. Wenn es nämlich irgendeine Form von Wartungseinrichtung gibt, dann wird es eher eine Mauer sein. Aber wir mal gucken. You are standing on the top of the flood control dam number 3, which was quite a tourist attraction in times far distant. There are paths to the north, south and west and a scramble down. The sluice gates on the dam are closed. Okay, also ich weiß zwar nicht, was Sluice ist, aber das ist auf jeden Fall ja offensichtlich oder sehr wahrscheinlich
die Ausflussöffnungen für den Stausee, und damit ist schon mal klar, dass es kein Damm ist, sondern eine Staumauer. Nachdem wir diese technische Kleinigkeit völlig nebensächlicherweise auch geklärt haben, können wir weitermachen. Behind the dam, there can be seen a white reservoir. Ja, da war ich gerade, danke. Water is pouring over the top of the now abandoned dam. There is a control panel here, on which a large metal bolt is mounted. Directly above the bolt is a small green plastic bubble. Wow. Okay, also ganz offensichtlich fließt das Wasser über den, ja, die Gates sind closed, also ne? Ausflussöffnungen sind verschlossen, dann staut sich der See natürlich immer weiter auf und irgendwann fließt er halt über die Krone. Und das ist offensichtlich gerade der Fall, weil sich niemand mehr drum kümmert. Wir haben jetzt hier allerdings ein Control Panel. Large Metal Bolt is mounted. Wenn du jetzt wieder sagst, da ist nothing special about it, dann werde ich biestig. Sagst du das eigentlich bei allem? Ja. Okay, also wir können hier offensichtlich irgendwas machen. Ja, dann können wir sehen, was Control Panel hier. Take Bolt. Okay, Move Bolt. Ich würde müssen. Jetzt wäre zum Beispiel eine kleine Grafik ganz hilfreich, um zu sehen, was das wieder da genau montiert ist. Can't move the boat. Okay. Jo. Press. Press Bubble. Pushing the green bubble isn't notably helpful. Take Bubble. What the fuck? Was ist da denn? Das ist eine Bubble. Also, ich meine, was soll das? Ist da. Nee, ich vermute mal, es ist einfach. Also, das. Pull. Bolt. Ja. Hätte gesagt, das ist irgendeine Art von Hebel und dass dieser Bu Green Bubble ist irgendeine Form von Anzeige. Small Green Plastic Bubble. Ja. Open Panel, kann man das vielleicht aufmachen? Ist da vielleicht noch irgendwas drin? You must tell me how to. Okay. Scramble down. Das heißt, okay. Wir können also zum Fuß des Damms klettern. Würde ich sagen, machen wir das mal. Dam Base. You're at the base of Flood Control Dam Number 3, which looms above you. And to the north. The River Frigid is flowing by here. Along the river are the white cliffs, which seem to form giant walls, stretching from north to south along the shores of the river as it winds its way downstream. Ja, da waren wir schon. Also hätten wir zuerst hierher hinkommen müssen, dann hätte sich die ganze Geschichte mit Fluss und See und überhaupt alles, und Meer, meine ich, nicht, wäre das nicht so problematisch gewesen, hätten wir es nämlich schon gewusst. There's a folded pile of plastic here. Which has a small valve attached. Folded pile of plastic mit einem Ventil. Ha. Take boat. Das ist doch bestimmt ein Schlauchboot. Haha. So, super. Zorg ist immer noch der Meinung, das sei nur ein Haufen Plastik. Gut, 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 gut. Okay. Jo. Können wir ja nach Norden. Dam Lobby. This room appears to have been the waiting room for groups touring the dam. There are open doorways here to the north and east, marked private. And there is a path leading south over the top of the dam. Ja, da sind wir gerade lang gegangen. Some guidebooks entitled Flood Control Dam Number 3 on the reception desk. Das ist gut. There's a matchbook whose cover says Visit Beautiful FCD Number 3. Flood Control Dam Number. Ah, Werbegeschenke. Okay, ja, verstehe. So, und erstmal habe ich einen kleinen Fehler in meiner Karte. Das ist aber nicht weiter schlimm. Okay, dann haben wir mal Take Matchbook. Read Matchbook.
You can't. Was? You too can make big money. Was? With a close cover before striking. What? Achso, ja, bitte. You too can make big money in the exciting field of paper shuffling. Mr. Anderson of Muddle, Massachusetts says, before I took this course, I was a lowly bit twiddler. Now, with what I learned at GUE Tech, I feel really important and can obfuscate and confuse with the best. Okay. Dr. Blank had this to say. 10 short days ago, all I could look forward to was a dead-end job as a doctor. Now I have a promising future and make really big sock mitts. Yeah. GUE Tech can't promise these fantastic results to everyone, but when you earn your degree from GUE Tech, your future will be brighter. Das klingt also ein bisschen wie die Trump University, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Gut, schön. Dann, aber Matchbook Candles, oh, Wahnsinn. Hier ist er, super. Also, Matchbook haben wir, können wir Candles anzünden. War ja noch irgendwas. North. Nach Norden. Oh. Hier ist eine ganze Menge. Ach, das kann sein. Ich glaube, ich weiß, woher die Fehler in Anführungsstrichen von meinem meiner Karte kommen. Also die können einmal daran kommen, dass ich einfach falsch gemacht habe. Es kann aber auch sein, dass ich eine neuere Version gespielt habe, weil das ist, glaube ich, nicht die neueste. Es gibt, glaube ich, danach gab es noch eine. Oder ich habe eine ältere gespielt. Aber egal. Nicht so wichtig. This is what appears to have been the maintenance room for flood control dam number 3. Apparently, this room has been ransacked recently, for most of the valuable equipment is gone. On the wall in front of you is a group of buttons, colored blue, yellow, brown and red. There are doorways to the west and south, die beide zurück zur Dam-Lobby führen. And there's a group of tool chests here. There's a wrench here. There's an object which looks like a tube of toothpaste here. There's a screwdriver here. Okay, screwdriver klingt schon mal gut. Open tool chest. The chests are so rusty and corroded that they crumble when you touch them. Gut, die sind jetzt schon mal weg. Tag wrench. Nah, Perks. Fuck you. Take Tube. Ach Mensch, Perks, was tippst du denn hier? Ich sehe schon, ich kann ja nichts mehr tragen. Das ist ein ziemlich schwerer Schraubenzieher. Okay, da würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal wieder. Oh, die könnten wir mal Readbook. Wollte gerade sagen, wir können jetzt erstmal wieder unsere Sachen im Round Room zwischenlagern und dann kommen wir hier zurück. Aber erstmal können wir ein bisschen Instruction Manuals lesen. FCD Number 3 was constructed in year 783 of the Great Underground Empire to harness the mighty Frigid River. This work was supported by a grant of 37 million Zogmits from your omnipotent local tyrant, Lord Dimwit Flathead, the Excessive. Ja, das ist wirklich Donald Trump. Ey, ist egal. Also Lord Dimwit Flathead, die Flatheads ist eine wichtige Dynastie in diesem hier gewesen. Die Dimwit, Flatheads, hieß halt Vornamen Dimwit. Ja, das ist, kann alles vorkommen. This impressive structure is composed of 370,000 cubic feet of concrete, is 256 feet tall at the center and 193 feet wide at the top. The lake created behind the dam has a volume of 1.7 billion cubic feet, an area of 12 million square feet and a shoreline of 36,000 feet. Das ist so alles super wichtig nicht, ne? We will now point out some of the more interesting features of FCD number 3 as we conduct you on a guided tour of the facilities. First, you start your tour here in the dam lobby. You will notice on your right that also mehr ist nicht. Read other book? Ich hab keine Ahnung. Nee. Fuck, ich dachte, es steht jetzt mal was. Read guidebook. Nee.
Ja, das ist ja blöd, dass genau das, was wir, was unsere Turnpage oder so, können wir umblättern. Was? Willst du es? Ach, Turn, willst du es? Ah, Moment, 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 Moment. Open Panel with Screwdriver. War hier nicht ein Panel? Nee, das war weiter südlich. Open Panel with Screwdriver. You must tell me how. Pull Bolt with Screwdriver. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Hatte ich mir gedacht. Turnbolt. Moment, gab es nicht. Ups. Screwdriver. Gab es das schon in Zork? Nein, leider nicht. Irgendwann kann man. Ups. Sozusagen, dann verbessert man seinen letzten Satz. Gibt's offensichtlich noch nicht. Machen wir einfach nur Turnbolt. Das müsste ja gehen. The bolt won't turn using the screwdriver. Okay. Ah, mit dem. Natürlich. Ich wäre auch blöd. Das macht man natürlich mit dem Wrench. Also mit der. Na. Oh Gott, wie heißt das Ding denn? Nicht Rohrzange. Also. Wo ist sogar Wrench, Rohrzange? So, ich habe mal kurz nachgeguckt. Schraubenschlüssel natürlich. Wrench. Okay. Haben aber im Moment können den leider nicht mehr tragen, weil der zu schwer ist. Dann gehen wir jetzt also nach Süden, nach Südwesten, nach Süden. So. In den Schwee. Drop all except Torch. And Matchbook. Aber noch irgendwas? Glaub nicht, ne? Sort. Ne. Okay. Na ja, gut, wir können sicherheitshalber die Lantern auch noch mitnehmen. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal dahin, wo wir mit den Kerzen was machen können. Ach nicht, scheiße, ich brauche die Bücher auch noch. Das Buch. Wir brauchen das Buch. Die Bottle. Ja, ich glaube, das war's. Okay, dann jetzt also nach Südosten, nach Osten, nach unten, nach Süden. Take Bell. Nach Süden. Candles. Weiter nach Süden. Nach unten. Okay. Jetzt weiter nach unten. Ja. Okay. So. Vielleicht kriegen wir das ja jetzt endlich mal geregelt hier. Also, was hat er gesagt? Bell, Book and Candle. Ring Bell. The bell suddenly becomes red hot and falls to the ground. The wraith, as if paralyzed, stop their jeering and slowly turn to face you. On their ashen faces, the expression of a long forgotten terror takes shape. Ja. In your confusion, the candles drop to the ground. Okay. Take candles and light candles with matchbook. Fuck it. Okay, take candles. Light candles. Light candles. Nee. Wie nennt man das, wenn man. Okay, Strike war richtig. One of zumindest hat Zork es verstanden. Wir haben jetzt ein Streichholz angezündet und jetzt Light Candles with Matches. Okay,
Das hat funktioniert. Schwieriger, als man es glauben sollte, dass es ist, eine Kerze anzuzünden. Aber gut. The candles are lit. The flames flicker wildly and appear to dance. The earth beneath your feet trembles and your legs nearly buckle beneath you. The spirits cower at your unearthly power. Haha, also, wir sind da. The match has gone out. Ja, ist nicht so wichtig. Haha, unearthly power. So, dann jetzt fehlt noch das Book. Read Book. Each word of the prayer reverberates. Was, das ist jetzt. Das war ein Prayer? Was, oder haben wir jetzt woanders hingeblättert? Egal. Each word of the prayer reverberates through the hall in a deafening confusion. As the last word fades, a voice, loud and commanding, speaks. Begone, fiends! A heart-stopping scream fills the cavern, and the spirits, sensing a greater power, flee through the walls. Hurra! Super. Dann können wir jetzt hier nach Süden gehen. Oh ja. Jetzt sind wir also durch das Tor zur Unterwelt in the Land of the Dead gegangen. Das ist gut. You have entered the Land of the Living Dead. Hurra! A Living Dead auch noch. Thousands of lost souls can be heard weeping and moaning. In the corner are stacked the remains of dozens of previous adventurers, less fortunate than yourself. A passage exits to the north. Das ist gut, dass wir wieder zurück können. Lying in one corner of the room is a beautifully carved crystal skull. Oh mein Gott! The kingdom of the... Nein, natürlich nicht. It appears to be grinning at you rather nastily. Hat schon eine Vorahnung, hat schon eine ungefähre Ahnung davon, was mit meinem Crystal Skull mal Furchtbares angestellt wird. Das ist furchtbar. Ja. Ja, aber zu dieser Zeit war ja noch alles gut. Da hat ja keiner an sowas gedacht. Gab es da überhaupt schon einen Indiana Jones Film? Von wann ist denn der erste? Ich weiß es nicht mehr. Egal. Take Skull. Ja. So, dann North. Red Hot Bell. Die brauchen wir eigentlich nicht mehr. Da würde ich sagen, Drop Bottle. Drop Candles. And Book. Brauchen wir auch nicht mehr. Hoffe ich. Aber zur Not wissen wir, wo es ist. Hier kommen wir ja auch jederzeit wieder hin. Und jetzt haben wir bei uns Torch for Wedding Night mit Matchbook. Gut, gut. Können wir eigentlich nur so für Spaß. Oh, okay. Ist sogar eine sehr endliche Anzahl. Wir wollen jetzt, wie kommen wir hier da raus? Ab. North. North, North. So. West, West, West. East. Wie kommen wir nochmal, verdammt nochmal zum... Achso. South, up. So. Open case and put skull in it. Close case. Okay, wir haben einen weiteren Treasure. Crystal Skull. Ist natürlich ein Treasure. John Custard Egg. Das können wir auch mal machen. Irgendwie habe ich noch im Kopf, dass ich das Scepter für irgendwas brauche. Hm, weiß nicht mehr. Naja, okay. Also, wir wollten zurück und Sachen einsammeln. East, East, North. North, East. East, North. North. Take all. Tube of Toothpaste. Das könnte natürlich auch irgendeine Form von Schmiermittel sein. Wenn das hier so ein Maintenance Room war, wir haben einen Screwdriver gefunden, wir haben einen Schraubenschlüssel gefunden. Also einen Schraubendreher, Schraubenschlüssel und dann jetzt vielleicht. Oder es könnte Kleber sein. Greed Tube, können wir das? Steht da was drauf? Aha, da steht was drauf. Frobos Magic Gunk Company, All-Purpose Gunk. Ja, ich glaube, Gunk ist. Soll sowas wie Glue sein.
Ich weiß nicht, ob Gang tatsächlich ein Wort ist. Ich kenne es zumindest nicht, aber jetzt, wo ich es lese, ich bin mir ziemlich sicher, dass Magic Gang ist, ja, oder? Sekunde. Ja, also nachgucken im Wörterbuch war nicht besonders hilfreich. Gang, das Wort gibt es wirklich. Es heißt, kann einmal heißen, Schmiere und klebriges Zeug. Was ja nun nicht unbedingt das Gleiche ist. Also Schmiere ist ja nicht unbedingt klebrig. Also ich glaube aber, es ist Kleber. Ich meine, es kann, wie gesagt, auch Schmiermittel sein, aber Schmiermittel packt man üblicherweise nicht in Tuben, oder? Nee, das ist eher ölig, das ist eher so ein. Na, ich glaube, es ist Kleber. Aber gut. Gut, wo wollten wir hin? Wir wollten nach Süden. Also, und speichern, damit ich hier keinen Mist mache. Aber nee, nicht, dass hier der ganze Damm explodiert. Turn. Boat with Wrench. What? Bin ich schon wieder falsch? Ja, ich, wieso bin ich ja nicht immer. So. Ja, okay. Und wo waren noch mal diese blöden. Wo waren. Irgendwo waren noch hier noch. Ah ja, hier waren Buttons. Okay, da können wir vielleicht auch noch. Jetzt sollten wir erstmal damit rumspielen, weil da wissen wir ja. Da müssen wir ja nichts Zusätzliches machen. Okay, fangen wir mal an. Press blue. There's a rumbling sound and a stream of water appears to burst from the east wall of the room. Apparently a leak has occurred in the pipe. The water level here is now up to your ankles. Okay. Press blue again. Ah, the blue button appears to be jammed. The water level here is now up to your skin. Ich nehme an, wir ertrinken jetzt, wenn wir warten. Shin. Now up to your knees. Ja, wir werden hier ertrinken. Hips, hips, waist, waist, chest, chest, neck. The water level is up to your neck. I'm afraid you have done drowned yourself. Okay, gut, das. Okay, also Blue gibt's irgendwie, ist irgendwie irgendein Leck in der Leitung und da fließt dann hier Wasser rein. Weil das ja eigentlich. Natürlich, wenn wir jetzt versuchen könnten, die Floodgates zu öffnen, dann würden wir, wenn wir das, also wenn wir es zu schnell machen, würden wir alle ersäufen, die downstream wohnen, aber andererseits könnten wir dann vielleicht den See überqueren. Mal erstmal vielleicht. Gehen wir da erstmal nochmal hin zurück und gucken, ob das überhaupt Sinn ergibt. Süden. Süden, Süden. West. Ja. South Shore Lark Lake. Far too deep and wide for crossing. Look over lake. Geht das vielleicht? Okay. Also nochmal. Also Blue Button war es nicht. Dann Klick. Das ist überhaupt nicht hilfreich. Okay. So, was haben wir noch? Brown. Fuck it. Press red. The lights within the room come on. Okay, das ist schon mal immerhin. Also rot haben wir rausgekriegt. Rot macht Licht an. Blau macht irgendwas. Macht das hier voll Wasser. So, jetzt haben wir noch gelb und braun. Ah, ja. Tja, da sollte man denken.
Das kann man die nicht beschriften, verdammt nochmal. Okay. Was passt so? Also gucken wir mal. Also wir haben Maintenance Room. Hat sich hier irgendwas geändert? Ne, hier. Small Green Pass. Ein bisschen. Ne. Nochmal Press Yellow. Obwohl, nee, das machen wir anders. Machen wir so. Was passiert denn, wenn wir die zweimal drücken? So, jetzt was getan. Aha! Directly above the bolt is a small green plastic bubble, which is glowing serenely. Okay, also es ist tatsächlich eine Art von Anzeige. Das heißt, wir haben das hier gerade eingeschaltet. Okay, hat sich nichts geändert. Okay, also Yellow schaltet ein und egal wie oft und Brown schaltet aus. Okay. So. Turn bolt. The sluice gates open and water pours through the dam. Genau das wollten wir. Hurra, wir haben eine Talsperre erfolgreich benutzt. Naja, keine kleine Aufgabe. Und ja, können wir mal gucken, ob sich am See was verändert hat. Der müsste jetzt ja langsam der Wasserstand sinken. Wie kommen wir da hin? Da können wir dann Süden. Northwest. Where's the Rathaus? You're in a long room. North is a large lake, too deep to cross. You notice, however, that the water level appears to be dropping at a rapid rate. Ich hoffe nicht, dass das so rapid ist, dass ich das sehe, weil dann ist der See entweder nicht besonders groß oder die Floodgates sind ziemlich groß und der Durchfluss sehr groß. Oder, ne? Und das bedeutet nichts Gutes für den Fluss weiter stromabwärts. Aber das Ingenieursprobleme. Before long, it might be possible to cross the other side. Before long, it might be possible to cross to the other side from here. There's a path along the stream, bla bla bla. Okay. Wait. Können wir jetzt schon? Aha. You would drown. The water level is now quite low here and you could easily cross over to the other side. Okay. Reservoir. You are on what used to be a large lake, but which is now a large mud pile. Ja, das ging verdammt schnell. There are shores to the north and south. Lying half buried in the mud is an old trunk, bulging with jewels. Oh, take trunk. Das ist ein weiterer Schatz. Jewels ist ein kleiner Hinweis darauf, das ist wertvoll. Den würde ich sagen, bringen wir noch schnell zurück. West, south, up. Open case and put trunk in it and close case. Super. Wir haben einen weiteren Schatz. Das heißt, wir haben jetzt schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich weiß gar nicht, wie viele es sind. Aber habe ich mir das irgendwo aufgeschrieben? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, 20. Und ich habe mich hier auch erzählt, das ist nämlich auch einer. Also 20 gibt es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also die Hälfte haben wir. Okay. Ja, da würde ich sagen, gucken wir beim nächsten Mal, da würde ich sagen, nochmal zum Damm zurück, zur Talsperre zurück.
Und vielleicht auch noch mal zum Fluss, ob der jetzt alles stromabwärts zerstört hat. Und ansonsten gucken wir mal, was wir. Den Scooter haben wir gar nicht gebraucht, ne? Was wir dann noch mitmachen können. Wir haben ja noch ein Boot. Wir könnten also. Vielleicht hätten wir das vorher machen sollen. Das checke ich noch kurz. Dass vielleicht, ob der Fluss jetzt zum reißenden Fluss geworden ist, dass wir darauf nicht mehr mit dem Boot fahren können. Obwohl, wie kriegen wir das? Schlauchboot müssen wir irgendwie aufpumpen. Ah. Obwohl, haben wir nicht irgendwo eine Airpump gesehen? Irgendwo habe ich das Wort Airpump im Kopf. Also gut, gucken wir noch kurz. North, East, East. Take. North, 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 East, North, North. Ja, hier waren wir nämlich sind wir von der anderen Seite schon gekommen. Dann nehmen wir Take Pump. South, South, South West, South, South. So. Take Boat. Matchbook and Sword and Wrench. So, wo können wir denn mal? Ich meine, wir müssen ja nicht unbedingt über die Staumauer paddeln, was im Moment jetzt ja auch gar nicht mehr geht, weil er ja. Also wir müssen ja auch nicht durch die Floodgates paddeln. Ich würde sagen, wir sollten vielleicht irgendwie stromabwärts von dem Damm uns mit dem darum kümmern. Wo ging das? Am Basis des, am Fuß der Mauer am besten. So, wie kommen wir da hin? North, North, East, Quatsch, North, East, South, East. Aha. East. Down. Wieso habe ich eigentlich die Maus im Bild? Entschuldigung. So, Dambase. So, dann wollen wir mal Inflate Boat. Ja, funktioniert. The boat must be on a. Drop Boat. Inflate Boat. Boat inflates and appears seaworthy. A tan label is lying inside the boat. Read label. Instruction. Hello, sailor! Magic Boat Company. Ah ja, guck an. Instructions for use. To get into a body of water, say launch. Das ist das Instruction Manual. So funktionieren Schlauchboote nicht. Also wer schon mal in einem Schlauchboot gestanden hat am Ufer und einfach nur Launch gerufen hat, davon bewegt. Egal. To get to shore, say land or the direction in which you want to maneuver the boat. Warranty. This boat is guaranteed against all the defects for a period of 76 milliseconds from date of purchase or until first used. Whichever comes first. Okay, ich merke schon. Magic Boat Company. Frobos. Merken wir uns. Den Namen merken wir uns mal, Frobos. Das ist. Warning. This boat is made of thin plastic. Good luck. Ja, wir wollen mal gucken. Gespeichert haben wir, ne? Ich würde sagen, das heben wir uns fürs nächste Mal auf. Dann wollen wir mal gucken, ob wir hier mit in See stechen können. Wenn das nämlich. Ist mir aufgefallen, wenn das nicht mehr geht. Ich habe nach dem. Ablassen des Sees eh schon gespeichert. Wenn das sozusagen das jetzt verhindert, dann sind wir sowieso angeschissen. Okay, dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder mit einer kleinen Schlauchbootfahrt, würde ich sagen. Also, bis dahin. Tschüss.